Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Pressetalk Andruck auf TV Berlin. Und diese Woche habe ich in der FAZ im Kommentar gelesen ein Wort, ich lese es mal vor. Die Koalition, die Lage der Koalition, die Grünen sahen ab, die Liberalen schmieren ab und die Sozialdemokraten wiegeln ab. Und das habe ich dann diese Woche am Wochenende wieder überall gefunden. Was ist los in der Ampelkoalition? Ist das so oder ist das nicht so? Darüber will ich heute diskutieren mit zwei ausgewiesenen Kennern und Hauptstadtkorrespondenten, nämlich Horand Knaup. Herzlich willkommen, Sie sind Buchautor. Ihr Buchtitel dürfen Sie noch mal in Eigenwerbung sagen. Alleiner kannst du gar nicht sein. Ja, alleiner kannst du nicht sein. Das ist kein Krimi. Das ist in der Politik immer richtig. Das ist ein politisches Lehrstück. Ja? Und Dr. Richard Meng, Chefredakteur in der Frankfurter Hefte Neue Gesellschaft oder andersrum? Andersrum. Hallo, Herr Brinkmann. Also, Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte. Ist eine, keine SPD-Zeitung, aber Zeitschrift, sondern SPD nahestehend. Das können Sie so sagen. Das ist eine Zeitschrift, eine anspruchsvolle Zeitschrift, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben wird von einem unabhängigen Gremium. Wir berichten über Politik und Kultur und da gibt es ja viel zu berichten. Ja, aber wir wollen heute mal reden über die Lage in der Ampelkoalition. Ist das so? Die SPD wiegelt ab. Ich meine, der Kanzler Scholz hat so einen Titel weg, dass er ja, nicht so richtig in Schwung kommt. Ja, ich meine, das kann man so sehen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass da im Moment niemand sitzt, der so ein Brechertyp ist. Der kein Hitzkopf ist. In einer Zeit, ja, Hitzkopf ist ein gutes Wort. Danke, Herr Brinkmann. Es ist ja eine Zeit, in der vieles unübersichtlich ist. Ich fand schon sein Wort Zeitenwende 3 Tage nach Kriegsanfang ein bisschen gewagt. Er macht eine einigermaßen besonnene Politik. Dass das im Moment nicht so gut ankommt, ist wohl so. Aber auf der langen Strecke bin ich eher froh, dass er da sitzt und nicht jemand, der nicht schnell genug Waffen liefern kann. Wir sind ja nicht alle im fast gleichen Alter, aber wir haben doch ein Stück der Entspannungspolitik auch miterlebt von Willy Brandt. Und ich habe jetzt das Gefühl, also mich hat das sehr, ist das sehr komisch angekommen im Bundestag, dass die Grünen so applaudiert haben über den Kurs und die Rede von Scholz über die Zeitenwende und dass die Grünen die Treiber sind, die Deutschland, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ, in den Krieg treiben wollen. Aus friedenspolitischer Sicht, manche Leute verstehen das nicht. Aber es zeigt sich bei den Wahlen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, die Grünen schießen da oben durch die Decke. Ja, ob das mit der Position und Haltung der Grünen zur Ukraine-Frage zu tun hat, dass die Grünen so dastehen, da bin ich nicht so ganz... Ja, womit sonst? Na, es gibt noch ein paar andere Themen. Also der Wirtschaftsminister macht jedenfalls auf der Performance-Ebene eine gute Figur. Er geht das Ganze sehr pragmatisch an, die Herausforderung, die da besteht. Für Grüne fast ungewöhnlich. Er ist kommunikativ ausgesprochen stark, setzt sich an der Stelle sehr deutlich vom Kanzler ab, wo man das eine oder andere dann auch sich wünschen würde oder mehr erwarten würde. Also es gibt schon auch andere Gründe. Ich würde den Höhenflug der Grünen, wenn man ihn so bezeichnen will, jetzt nicht so sehr der Ukraine-Frage zuschreiben. Das spielt sicher auch eine Rolle. Baerbock, die dahin fährt, die sich zeigt, die Lavrov die Stirn bietet. Aber ob das die Waffenlieferungen sind, die ja auch bei den Grünen selber nicht ganz unumstritten sind. Ja, es gibt Hofreiter, ja, es gibt Habeck und Baerbock, die relativ deutlich dafür eintreten. Aber in der Mitgliedschaft, glaube ich, ist das deutlich umstrittener. Ja, das ist auch für mich die Frage, wie lange macht das die Basis der Grünen mit? Wir erinnern uns an alle, Fischer hat den Kosovo-Krieg, hat einen roten Farbbeutel ins Gesicht. Also man wartet ja geradezu drauf, dass da mal jemand den Mund aufmacht. Genau, oder einen Farbbeutel. Die Grünen, ach, den Farbbeutel, Kinderkram. Die Grünen haben mit Kriegsrhetorik erkennbar weniger Probleme als die SPD. Das ehrt vielleicht sogar ein bisschen die SPD, dass sie sich da schwer tut und man das auch spürt. Bei den Grünen ging das ziemlich schnell. Und da vorneweg die Außenministerin, konnte es ihnen gar nicht schnell genug gehen mit Waffenlieferungen. Dass das nicht durchschlägt gegen sie bei den Wahlen, da glaube ich auch, dass bei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein oder in NRW ja nun nicht über Ukraine-Politik vor allem abgestimmt wird, sondern über so einen Gesamteindruck. In beiden Ländern hatte die SPD, ich sage mal, nicht gerade strahlende Spitzenkandidaten. In Schleswig-Holstein ausgesprochen schwach. Und dann gibt es eben viele Leute, die sagen, dann wählen wir lieber die Grünen, die machen eine solide Politik in Schleswig-Holstein in der dortigen Koalition.
Und in NRW waren dann oft auch einfach regionale Entscheidungen, wem traut man da mehr zu. Es stimmt, auf der Bundesebene hat der Knaub recht, Habeck ist ein Menschenfänger, der macht zwar nicht in jedem Punkt grüne Politik, der sammelt ganz viel ein, was die Grünen immer gefordert haben, aber das geht nicht gegen ihn. Er hat ein gutes Medienecho. Bei Baerbock muss man, finde ich, geteilter Meinung sein, aber die sind eben in den Medien präsent. Viele Journalistinnen und Journalisten finden die gut, das darf man vielleicht hier auch mal sagen, auch ein bisschen kritisch anmerken. So, und dann hat man so eine Konstellation. Wie das sich mittelfristig auswirkt, da würde ich gerne erst noch mal warten. Da gibt es viele Zielkonflikte, die kommen ja erst noch. Wenn es um grüne Politik, Klimapolitik geht, wenn es konkret würde jetzt zum Thema Heizen und Gaseinschränkungen und Verbote, die dann kommen, dann möchte ich erst mal sehen, wie die Leute wählen. Und insofern ist das alles eine Momentaufnahme. Das dauert ja nicht mehr lange. Das merkt man ja jetzt schon, wenn die ersten Briefe kommen von den Gasversorgern. Ist ja vor der Tür. Das heißt, die Leute wissen, was da kommt. Und dennoch habe ich das Gefühl, sie schwärmen irgendwie für die Außenministerin, weil sie die Wahrheit sagt. Das könnte der Kanzler doch auch machen. Da könnte sich doch einer seiner Reden oder jetzt am Donnerstag im Bundestag sich hinstellen und auch mal so eine klare Rede halten. Macht er aber nicht. Warum er nicht? Ist das nicht sein Typus? Liegt das ihm nicht? Man ist doch anderes auch von ihm gewohnt. Ja, aber ein großer Kommunikator war er nie. Da ist er, glaube ich, auch zu stur oder zu trotzig, sich da überreden zu lassen. Und an der Stelle würde ich auch sagen, er muss authentisch bleiben. Er kann sich nicht verstellen. Du kannst deine Rolle nicht verlassen. Das können wir alle nicht. Und er auch nicht. Ich glaube, er könnte an der einen oder anderen Stelle trotzdem nachjustieren, neue Formate schaffen, nicht bei Anne Will und nicht bei Maybrit Illner oder dann auch mal eine Rede im Bundestag. Das ist alles sehr, wo er auch nicht besonders rhetorisch stark ist, das ist alles sehr konventionell. Und Hausbank. Genau. Mal über neues Format, Formate nachdenken. Einfach um auch wieder eine Neugier, um Reize zu setzen in der Kommunikation, in der Sprache, in seinem Wording, wird das, glaube ich, schwierig werden. Aber früher, ich habe das so in Erinnerung, als ich noch die Neue Gesellschaft abonniert hatte. Ja, dann lange ist es her. Ihnen ein Formular geben. Das war so richtungsweisend. Da hat man gedacht, wenn ich das lese, dann weiß ich, wohin die SPD künftig gehen wird. Ja, dann lesen Sie mal wieder. Dann wissen Sie mehr. Ich frage Sie heute danach, wo ist die richtungsweisende Stimme in Ihrer Zeitschrift? Also ich kann Ihnen die nächste Ausgabe empfehlen. Da habe ich einen Text geschrieben über die innenpolitische Lage nach den Landtagswahlen. Also wir wollen aber hier nicht lesen, wir wollen das mal hören. Es geht darum, jetzt solide zu regieren. Die SPD ist keine Partei, die für Kriegszeiten mit krachender Rhetorik auftreten sollte und darf, die sich da schwer tut, die aber vor allem jetzt die sozialen Themen anpacken muss, die in dem Zusammenhang auch auftauchen. Wenn es denn, Zeitenwende halte ich für einen falschen Begriff, aber eine Zäsur ist das sicher an vielen Stellen, aber nicht in jeder Hinsicht eine Zeitenwende. Jetzt gibt es mit Sicherheit eine Auswirkung, die... Das ist der Bundeskanzler. Das ist er gerade nicht. War mein Verlagschef im Übrigen, der mit mir telefonieren will und ich, Blödmann, habe das Ding nicht leise gestellt. Also es kommen jetzt die sozialen Themen auf uns zu, nicht nur bei der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik. Die Inflation ist wieder da, die hatten wir Jahrzehnte nicht. Helmut Schmidt hat mal gesagt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Wir werden schwer geprügelt. In unserer Zeitschrift, ja, schwer geprügelt. Wir werden ein Pro und Contra zu dieser These machen in der nächsten Ausgabe. Da kommen Debatten, wo ich von den Grünen nicht viel erwarte, wo die SPD solide Lösungen anbieten muss. Und darüber wird entschieden werden, wer das Land führt. Aber ist nicht die entscheidende Frage für alle, wer soll das bezahlen, was da gerade jetzt alles ausgeschüttet wird? Die Bundeswehr 100 Milliarden, ob ich Sondervermögen nenne oder Sonderschulden, ist ja egal. Das Geld wird ausgegeben und muss irgendwann zurückbezahlt werden. Das heißt 5% Inflation oder 5% Arbeitslose. Gebe ich es nicht aus, habe ich 10% Arbeitslose. Gebe ich es aus, habe ich 10% Inflation. Aber das sind doch alle enorm beweglich geworden in den letzten 2 Jahren. Also die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, gilt. Da stehen sie alle nicht mehr. Gilt noch und sie nicht, schaffen alle möglichen... Bis nächstes Jahr soll sie wieder... Sie schaffen alle möglichen Ausweichtatbestände. Ich erinnere nur an Flutkatastrophe im Ahrtal. Da ist Olaf Scholz als Finanzminister hingefahren und hat mal eben 30 Milliarden ausgeschüttet. Jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr. Rentenkasse. Rentenkasse wird auf uns
zukommen. Und auch der Finanzminister, heute Nacht war Bereinigungssitzung. Ich glaube, der Etat ist auch noch mal oben. Über 24 Milliarden, 25 Milliarden, sowas. Überzogen. Ja, du kannst ja gar nicht so schnell gucken, wie da die Milliarden draufgelegt werden. Genau. So, genau. Und ich meine, das ist ja eine Glaubwürdigkeitsfrage für noch einen ganz anderen, nämlich den Chef der FDP. So ist es. Ja, auf den müssen wir unbedingt kommen. Wir vergessen dich, aber Herr Knauf, der Kollege Meng hat sich kurz unterbrochen. Nein, die SPD tut sich da ohnehin etwas leichter. Auch Olaf Scholz als Finanzminister hat profitiert. Die Lage war gut, die Inflation war niedrig, die Wirtschaft lief, brummte. Aber auch er hat sich, ich habe gerade das Beispiel Ahrtal genannt, leichter getan, jetzt als Kanzler auch. Also die SPD hat damit, glaube ich, kein größeres Problem. Ich sehe es auch bei den Grünen nicht. Die höchste Hürde wäre der Finanzminister, aber auch der ist relativ über den beweglich. Reden wir gleich, das ist nämlich der FDP-Vorsitzende Lindner, wie er mit dem Geld umgeht und ob er den Finger drauf hat oder die Schatulle ein bisschen weit öffnet und jeder kann reingreifen. Frage an Sie beide, das machen wir nach der Werbepause, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Presse. Talk der Andruck auf TV Berlin und wir reden über die Lage der Koalition und über die einzelnen Parteien. Wir sind bei der FDP angelandet. Der große Kassenwart ist der Vorsitzende der FDP und Finanzminister Christian Lindner. Der gibt das Geld nicht so gerne aus und hätte gern vielleicht den Daumen drauf. Ja. Aber wenn er das Geld nicht ausgibt, dann muss es woanders herholen. Er hat aber im Koalitionsvertrag reinschreiben lassen und gesagt, Steuererhöhung wird es mit mir und uns nicht geben. Da zeichnet sich doch eine große Krise ab. Ja, ich habe am Freitag in der Frankfurter Rundschau eine Kolumne geschrieben unter der Überschrift Die Machtfalle. Der Herr Lindner ist ziemlich aus meiner Sicht in einer Falle. Er hat angekündigt, dass er den Haushalt wieder zurückführt auf die Schuldenbremse, also keine neuen Schulden. Er hat gleichzeitig koaliert mit Parteien, die im Grunde die Lieblingsgegner der FDP sind, SPD und Grüne. Und er verliert jetzt die Landtagswahlen krachend. In Nordrhein-Westfalen hat die FDP noch ein Drittel der Stimmen, die sie vor 5 Jahren hatte. Fast nicht mehr rein. Aber er sitzt in der Verantwortung in Berlin und er muss einen Haushalt vorlegen. In der Zeit, in der Geld an allen Ecken und Enden gebraucht und vom Kanzler auch zugesagt wird. Ich erinnere nur an diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, die so an dem Tag noch gar keiner gefordert hatte, da waren sie schon zugesagt. Das ist eine schwierige Situation für die FDP jetzt. Die muss ja mal langsam entscheiden, für was sie eigentlich stehen will. Und nur Tempolimit verhindern oder Maskenpflicht verhindern oder so Scheinetats, Schattenetats aufbauen für die Bundeswehr, die nicht so richtig zählen bei der Schuldenbremse, reicht da nicht. Ich hatte mir eigentlich erwartet, dass Herr Lindner die Herausforderung annimmt und ein sozialliberales Programm gemeinsam mit SPD und Grünen versucht, in dieser Ampelkoalition umzusetzen. Ich habe nur bisher nicht so wirklich eine Zukunftserzählung von ihm gehört. Er schwimmt ziemlich rum, finde ich. Er rudert, sagen wir so. Und ich sehe im Moment noch nicht, wie das stabil in Zukunft gehen soll. Wenn die FDP an der Basis ihre Pöstchen verliert in den Landesregierungen, in Schleswig-Holstein wird sie auch nicht wieder drinnen sitzen, das ist ja nicht zu erwarten, gibt sie ja wahrscheinlich jetzt Schwarz-Grün, und sie auf der Berliner Ebene eine Verantwortung mitträgt, zu der sie nicht inhaltlich bereit ist zu stehen. Da ist ein Riesendilemma und das halte ich für den größten Schwachpunkt in der Ampelkoalition, nicht SPD und Grüne. Könnte es nicht wieder so passieren, wie es schon mal passiert ist, nämlich unter Willy Brandt, glaube ich, wo die FDP durch einen Brief von Lambsdorff aus der Koalition ausgeschert ist und dann war es zu Ende mit den Koalitionen? Nee, das glaube ich, lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Die Konstellation ist eine völlig andere. Die FDP war damals nicht so, schwächelte nicht so, war nicht so schwach, sondern stand relativ gut da. Mich erinnert es eher an die FDP-Zeit 2009 bis 2013, wo sie auch versucht hat, sich zu profilieren, aber letztlich unter die Räder kam. Und diese Verzweiflung, jetzt Spritpreisbremse tritt jetzt in 2 Wochen in Kraft. Der Spritpreis ist schon wieder um 30 Cent gefallen pro Liter. Es kostet 3-4 Milliarden, wir wissen es gar nicht, für am Ende mutmaßlich Klientel, für nichts. Klientelpolitik. Für wirklich für nichts und die Konzerne halten die Hand auf.
Das überzeugt überhaupt nicht, Tempolimit. Und stattdessen sagt der Verkehrsminister, fotografiert nicht so viel Essensgeschichten oder postet sie. Fotografieren dürft ihr, aber postet sie nicht im Internet. Das verbraucht Energie. Verkehrsminister auch auf der FDP. FDP, danke für den Hinweis. Das kann nicht überzeugen. Und dann kommen noch mal zurück auf NRW, eine katastrophale Bildungspolitik. Ist die FDP jetzt genauso abgestraft worden wie vor 5 Jahren die Grünen? Das finde ich überhaupt, um den kleinen Schlenker zu machen. Das Bildungsministerium, insbesondere in NRW, ist so hochtoxisch. Bin sehr gespannt, wer da jetzt den Finger hebt, um... Ja, niemand. Ja, mal schauen, irgendeine Lösung muss es geben. Aber das war ein kleiner Schlenker am Rande. Also für all diese Fragen bietet die FDP eigentlich ziemlich wenig an. Ja, aber wie kommt man denn aus der Klemme, wenn ich jetzt Finanzminister bin und ich weiß, ja, eigentlich will ich das alles gar nicht, aber ich muss das alles ausgeben. Ja, wenn einer öffentlich erklärt, eigentlich will ich es nicht, dann braucht er zur Wahl nicht mehr anzutreten. Ja. Die FDP hat sich, ich finde, richtigerweise für die Ampel entschieden, weil es für eine Jamaika-Koalition hätte es nach diesem Wahlergebnis keine Legitimation gegeben. Die SPD ist stärkste Kraft. Die Grünen hätten das nicht mitgemacht. Und da müssen sie jetzt 4 Jahre regieren. Und er wird ja hoffentlich im Auge haben, dass er dann vor der nächsten Bundestagswahl mit einer Erfolgsbilanz antreten will. Und nicht mit so einer Aussage, eigentlich hätte ich das alles gar nicht machen wollen. Ich finde, die FDP müsste sich endlich jetzt dieser Ampelpolitik auch mal stellen und Zukunftsthemen aufsetzen. Da gibt es genug liberale Themen, die angepackt werden könnten, die man offensiv auch in die Öffentlichkeit trägt. Aber sie fallen eigentlich nur auf durch diese Frau Strack-Zimmermann, die ständig mehr Waffenlieferungen fordert und ein bisschen Verhinderungspolitik beim Tempolimit und bei der Maskenpflicht. Das ist zu wenig. Aber Herr Knaub, machen wir uns doch nichts vor. Herr Lindner stellt sich hin und sagt, mit mir gibt es keine Steuererhöhung. Das kann doch jeder Kleine, der das 1x1 der Rechenkunst beherrscht, sich ausrechnen, dass das ohne zusätzliche Einnahmen Schulden nicht gehen wird. Doch, es geht, aber die Verschuldung. Die Schuldenbremse will doch Herr Lindner nächstes Jahr auch wieder einführen. Das heißt, das geht doch eigentlich gar nicht. Nein, da haben Sie völlig recht, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Eine der beiden Tode muss er sterben. Ja. Möglicherweise wird er beide Zusagen nicht einhalten können. Mhm. Also für Schulden steigen. Dann muss er ja gleich zur Wahl antreten, dann wird er abgestraft. Naja. Ich würde es nicht an diesem einen Thema nur an den Finanzen festmachen. Es fehlt der FDP an einem konsistenten Programm, an einer konsistenten Erzählung. Wie soll Deutschland in 4 Jahren oder in 8 oder 10 Jahren dastehen? Und was sind unsere Punkte, erstens, zweitens, drittens, auf dem Weg dahin? Was ist unser Anteil daran als Liberale? Hm? Erstmal die Idee. Das nennt man ja heute Narrativ. Ich wollte den Begriff jetzt nicht einführen. Ich habe ihn extra mal benutzt, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer merken, was damit eigentlich gemeint ist. Meinen Sie, die kennen den Begriff? Das heißt, ja, ein Schlagwort. Ja, was steht für die FDP, für die Liberalen? Ja, mir fällt nicht viel ein. Es sind eben so Freiheit und das artikuliert sich dann, wir sind gegen die Impfpflicht und wir heben das Infektionsschutzgesetz auf, was aber nicht wirklich überzeugt. Wir sind gegen das Tempolimit, überzeugt noch weniger. Damit kommst du nicht in einen zweistelligen Prozentbereich. Ja, aber die hätten doch eine Riesenchance. Ja. Die machen Kleinkram, Verweigerungskleinkram in dieser Regierung. Sie verhindern, dass Rot-Grün mehr macht. Statt dass Sie mal überlegen, wofür Sie stehen sollten als liberale Partei. Ja, das wissen Sie ja nicht, das versuche ich ja gerade rauszufinden bei Ihnen beiden. Moment, ich wollte es Ihnen gerade erzählen. Wir haben da gerade so eine richtig schöne weltweite große Diskussion. Die hängt zusammen mit einem gewissen Krieg, gar nicht weit weg von uns. Da geht es um die Frage, freiheitlich leben oder in Diktaturen bis in faschistischen Systemen leben. Und das ist eine Grundfrage, die unserer Generation neu gestellt ist. Die haben wir so nicht, leider nicht kommen sehen, in dieser Radikalität, aber es ist nur wirklich eine massive Herausforderung für uns alle. Und da müssen wir verdammt nochmal auch mal anfangen, klarzumachen, wofür stehen wir eigentlich mit unserer westlichen Gesellschaft, mit unserer freien Gesellschaft. Was bedeutet da Freiheit? Was lassen wir uns nicht abhandeln? Was lassen wir uns nicht wegbomben? Wofür wollen wir in den nächsten Jahrzehnten nach innen einstehen, um zu zeigen, dass es sich lohnt, diesen Angriffskrieg zurückzuschlagen? Und an der Stelle wäre die FDP doch geradezu im Fahrersitz, wenn sie in der Lage wäre, mal programmatisch etwas auf die Waage zu bringen. Ja, aber Frau Strack-Zimmermann macht das ja ständig. Nee, sie redet im Wesentlichen über Waffen. Ja, aber mit Waffen kann man Krieg
gewinnen. Ja, das ja, ist aber könnte man, das ist doch der Gedanke, der dahinter ist. Ja, und worin ist. Besteht die Freiheit, die wir da verteidigen? Wer redet darüber? Ich finde, das lohnt wirklich. Und dass dafür die Ukraine nicht gesetzt wird durch FDP. Russland, ist eine einfache Antwort. Ja. Nein, man könnte natürlich, wenn wir über Freiheit reden, wie gehen wir in Zukunft mit China um? Das ist ja im Grunde auch ein blinder Fleck. Wie konsequent sind wir, was Menschenrechte, nicht nur in China, aber auch anderswo, könnten sich die Liberalen zum Thema machen? Ich würde das mal umformulieren, ja. Wenn ich darf. Das ist kein blinder Fleck auf der Landkarte, sondern wir sind blind offenbar über das, was in China passiert, weil wir darüber nicht reden wollen. Nein, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Umsätze, um Renditen. Und wir haben sehr viel zugelassen an der Stelle. Ist das nicht genau der Punkt, wo wir anfangen müssen, nachzudenken, ob diese Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben und in der wir uns wohlfühlen, damit zusammenhängt, dass wir nicht alles einfach so hinnehmen können, was unsere Partner machen. Entschuldigung, Richard. Die Frage ist, was ist uns die Freiheit wert, um das mal sehr knapp zuzuspitzen? Welchen Preis sind wir bereit, dafür zu zahlen? Und im Moment ist es uns überhaupt nichts wert. Wie gesagt, die Dividenden, die Arbeitsplätze, die Absatzmärkte sind uns im Zweifel immer wichtiger. Und jetzt nach dieser Russland-Erfahrung da mal neu nachzudenken und auch konzeptionell und perspektivisch was aufzusetzen, das könnte sich die FDP zum Thema machen. Darf ich einschieben? Der ukrainische Präsident im Bundestag hat das ja deutlich in einem Satz gesagt. Ihr denkt nur an, da hat es dreimal gesagt, Wirtschaft. Da hat er recht an der Stelle. Ja, da hat er recht. Und was war, wir sind zur Tagesordnung übergegangen. Ja, womit er nie recht hat, ist das Beschimpfen derer, von denen er was will. Das finde ich unsäglich. Das ist eine Stilfrage. Das ist eine Art des Auftretens, inklusive dieses unglaublichen Botschafters, den er hier in Berlin hat. Das finde ich nur völlig daneben. Wir müssen diese Diskussion führen, das stimmt ja, aber doch nicht mit so einer grünen Fundi-Position. Verzicht, Verzicht, Verzicht und dann wird alles besser. Wenn wir jetzt schon kein Gas mehr demnächst aus Russland beziehen, was wahrscheinlich unausweichlich ist, dass wir versuchen, das hinzukriegen, dann ist doch nicht der nächste Schritt, dass wir auch gleich noch die Handelsketten zu China abbrechen und uns irgendwo im Wald in der Hütte einbunkern. Sondern wir müssen doch ein Entwicklungskonzept für eine Industriegesellschaft entwickeln. Dass es da vielleicht ein Denkfehler war, zu denken, die Globalisierung erledigt das alles für uns, das würde ich sagen, das lernen wir gerade. Da wird man umsteuern müssen. Aber das Ergebnis wird doch nicht sein, zurück in irgendeine Industriesteinzeit, sondern es muss einen Entwicklungsschub geben. Bei der Energie ist es zwingend, deswegen freuen sich die Grünen auch so ein bisschen im Moment, dass man endlich wegkommt von diesen fossilen Brennstoffen. Aber das wird Riesenkosten verursachen, das wird soziale Verwerfungen hervorrufen. Und da braucht es eine Langfristperspektive und eine Ausgewogenheit. Und wie die Aussicht da aussieht, darüber reden wir nach der letzten Werbepause weiter mit Horand Knaup und freier Autor. Und hat gerade ein Buch geschrieben. Ich darf Sie bitten, es kurz nochmal zu sagen. Alleiner kannst du gar nicht sein. Alleiner kannst du gar nicht sein. Das ist ein bisschen schwierig zu behalten, aber deswegen ist es ja schön, dass Sie da sind. Und das gilt auch für einen Moderator. Und wir sind gleich wieder da. Zurück in die letzte Runde von Andruck, dem Pressetalk auf TV Berlin. Und wir reden über die Lage nach den Wahlen. Was kommt alles auf uns zu? Und wozu müssen wir bereit sein? Wir müssen ein neues Gesellschaftsmodell denken, haben Sie eben gesagt, Richard Meng. Herr Knaup, wie könnte das denn aussehen? Die Leute sind sich ja einig, dass so wie es ist, kann es nicht weitergehen, weil wir auch von außen gezwungen werden, uns zu ändern. Ja, solange der Krieg andauert und wenn wir vom Gas abgeschnitten werden, dann wird es nicht nur kalt in Deutschland, sondern ist, Sie hatten es gesagt, die besteht die Gefahr für soziale Verwerfung. Also neues Gesellschaftsmodell ist ein Fall für nicht nur für ein Pro-Seminar, sondern für eine eher akademische Diskussion, die ich jetzt hier gar nicht führen will. Aber dass uns jetzt diese Krise, dieser Konflikt, dieser Krieg mit Russland auf so ein paar Grundfragen zurückwirft. Was ist uns Freiheit wert? Wie abhängig wollen wir uns von anderen machen? Wie abhängig sind wir von anderen? Müssen wir diese Abhängigkeiten nicht reduzieren? Da geht es um Rohstoffe, da geht es um Lieferketten, da geht es um Absatzmärkte. Darüber neu nachzudenken, ist, glaube ich, zwingend nötig. Ich habe ein paar Jahre in Afrika zugebracht als Journalist. Wir haben in Deutschland einen wahnsinnig fokussierten Blick auf uns selber und auch auf die Welt. Wir
wie, der Nabel wir, der Welt. Genau, wir selber sind der Nabel der Welt. Wir werden sehr genau beobachtet aus dem Ausland, auch was unsere Widersprüche angeht, was unsere Inkonsequenzen anbelangt. Das müssen wir uns gelegentlich klarer machen. Und ich glaube auch, unsere Außenpolitik, auch Wirtschaftspolitik an der einen oder anderen Stelle in der Hinsicht neu justieren. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Mir geht das oft so jetzt auch in der Ukraine-Debatte, dass mir auffällt und mich total stört, wie wir uns aufregen über 2 bis 7 Panzer des Typs XY aus Deutschland, als wäre das das Thema. Und an der Stelle bin ich wieder einigermaßen beruhigt, dass der Kanzler sagt, alles, was wir machen, müssen wir machen, werden wir machen, gemeinsam europäisch. Dass das nicht richtig rüberkommt, die Kritik ist berechtigt. Aber die Linie ist richtig, dass es hier nicht um Deutschlands Haltung geht, sondern hier geht es darum, dass dieses Europa, nachdem die Ukrainer sich ja geradezu sehnen und viele andere auch, und das so attraktiv ist nach außen, dass dieses Europa jetzt, wenigstens jetzt, eine gemeinsame Linie finden muss und auch einen gemeinsamen Umbau voranbringen muss. Wir werden Deutschland nicht umbauen ohne die Franzosen, ohne die Italiener. Und das ist alles schwierig genug. Aber dies anders zu denken und dass wir uns klar machen, dass wir rauskommen aus dieser Überglobalisierung und auch der Militarisierung, die da jetzt wieder anfängt, nur wenn Europa gemeinsam einen Entwicklungspfad hat, dass deutlich wird, wohin wir wollen und mit welchen Schritten und nicht alles auf einmal, aber eine klare Richtung, eine klare Haltung. Das ist die Riesenchance, aber auch der Fluch dieser Situation, dass wir das jetzt machen müssen, sonst gibt es ein Scheitern und zwar nicht nur von Europa, sondern auch der Demokratieidee. Dazu gehört aber auch, dass wir gelegentlich mal nationale Interessen zugunsten der europäischen Idee zurückstellen, was uns bisher enorm schwer gefallen ist. Übrigens auch in den Medien, da ist immer zuerst die Frage, was hilft es uns? Genau, was bringt es uns, was hilft es uns? Auch da muss man möglicherweise neu ansetzen, neu denken. Das Blöde ist ein bisschen, dass der ein oder andere unserer Nachbarn, vor allem östlich, ganz gerne auf dem Klavier spielt und uns unter Druck setzt an der Stelle. Das ist richtig. Aber da muss man dann mit leben. Das ärgert einen manchmal. Aber ist das nicht eine logische Folgerung daraus, dass wir erstens die stärkste Wirtschaftskraft sind und politisch auch mit Frankreich in Nummer 1 spielen, dass alles natürlich auf Deutschland guckt, sagt, was macht ihr da? Wenn ihr nicht liefert, liefern wir auch nicht. Aber wenn ihr liefert, ziehen wir hinterher. Ja, und ist das nicht verbunden mit dieser Rolle, die Deutschland hat? Jetzt kann man doch nicht sagen, nee, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Nein, überhaupt nicht. Klar. Nein, die ganze Welt guckt auf Europa. Deutschland liegt im Zentrum von Europa, ist der ökonomisch stärkste Teilhaber dieses Konglomerats. Aus dieser Verantwortung, die damit einhergeht, muss man was machen. Aber nicht immer zuallererst unter nationalen Gesichtspunkten oder nationalen Aspekten nachdenken und auch politische Entscheidungen treffen, sondern im Bündnis, natürlich in Absprache, insbesondere mit den Franzosen, auch mit den Italienern und Spaniern. Man darf die Südeuropäer und auch deren gelegentlich andere Perspektive nicht vergessen, was wir insbesondere in der Finanzkrise mit relativ leichter Hand gemacht haben. Das fällt uns schwer, aber den Schritt müssen wir gehen. Laufen wir da nicht Gefahr, wieder in den Ruf der Nationalisten zu kommen? Der ganz bösen deutschen Nationalisten. Ja, das ist ja gerade das, gegen das Herr Knaup argumentiert. Wir sind ja im Moment dabei, wieder national zu diskutieren. Welcher deutsche Panzer kommt wohin? Und schon ein Ringtausch ist zu kompliziert, wenn die Tschechen was von uns kriegen. Es sei denn, die Ministerin, dann heißt es schon, Deutschland versagt. Bitte mal Europa insgesamt betrachten. Wir machen in der neuen Gesellschaft Frankfurter Hefte im Juli ein Heft zum Thema Macht endlich Europa. Wir bestreiten nicht, dass es Europa gibt und dass es auch Fortschritte gab. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo man wirklich anfangen muss, europäisch zu denken, weil die ganze Welt, wie Herr Knaup, finde ich, richtig sagt, jetzt auf einen Konflikt schaut, der in Europa ausgetragen wird. Teilweise sogar mit, nicht mit Häme, aber mit Sorge. Schadenfreude. Aber endlich habt ihr mal diesen Scheiß vor der eigenen Haustür und ihr seid unmittelbar betroffen und entscheidet nicht über irgendwo anders auf der Welt und liefert Waffen und
entscheidet im UN-Sicherheitsrat oder wie auch immer. Jetzt habt ihr das Problem vor der eigenen Haustür und habt eine ganz unmittelbare eigene Erfahrung damit. Entschuldigung. Ja, und ihr müsst beweisen, wir müssen jetzt beweisen, dass dieses demokratische, offene System, in dem wir leben, auf das wir immer so stolz sind, dass das nicht nur verteidigt werden kann, Stichwort Waffen und Ukraine, sondern dass das gelebt werden kann, dass es attraktiv bleibt. Ich finde, das ist wieder die Chance in der Krise, die es ja immer gibt. Deswegen sollten wir uns auch nicht alles schwarz malen. Aber wir sind gleich am Ende der Sendung. Die Ukrainer wollen nicht so lange warten und können nicht so lange warten. Das heißt, der Krieg geht voran. Ja. Und wenn er so weitergeht, dann kommen die Russen mit noch mehr Technik und noch mehr Soldaten. Das heißt, die Ukrainer wollen jetzt eine Lösung. Sie wollen jetzt die deutschen Panzer, sie wollen jetzt die modernsten deutschen Panzer. Warum liefern wir ihnen eigentlich Gerät, das 40 Jahre alt ist, und schicken unseren modernsten Panzer Leo 2 nicht rüber? Fragen sich viele Leute auf der Straße. Weil man nicht von jetzt auf gleich ukrainische Soldaten auf Leo 2 mit einem relativ hohen technischen Standard anlernen kann. Die werden auch ein Vierteljahr, 4 Monate, 6 Monate brauchen, um mit diesem Gerät umgehen zu können. Ich bin kein Waffenexperte, aber dass man nicht einsteigt in so ein Gerät mit allem, was dazu gehört, und losfährt und losschießt, das leuchtet mir sehr ein. Das ist ja nicht so, wie Klein Fritzchen sich den Krieg vorstellt, dass da einer ein Depot hat und der andere sagt, gib mir das doch bitte alles. Erstmal haben wir ja unsere Zweifel, was in unserem Depot überhaupt drin ist und was davon funktioniert. Genau. Vorsicht. Wobei es nicht nur daran liegt, dass die Bundeswehr zu wenig Geld hatte bisher. Das ist ein Schlendrian in der Beschaffung und in der Wartung offensichtlich, der auch endlich angepackt werden muss. Da haben über Jahrzehnte CDU-Verteidigungsminister ja auch dran mitgearbeitet, dass da nichts passiert ist. Also wir haben ja selbst ein riesiges Problem an der Stelle, aber wir dürfen doch jetzt nicht anfangen, die Fortschrittsdebatte auf Waffen zu verkürzen. Natürlich ist das für die Ukraine das zentrale Thema und dann muss alles, was möglich ist, auch möglich gemacht werden. Aber unser zentrales Thema ist neben dieser Hilfe in diesem Konflikt doch, wie stellen wir uns selber auf in einer veränderten Situation? Eine Zäsur ist das, Zeitenwende ist es nicht, dann würde sich ja alles ändern. Aber eine Zäsur ist es und wir müssen als Europäerinnen und Europäer jetzt ein Gesellschaftsmodell entwickeln, wo wir unabhängiger werden, wo wir aber auch mehr zusammenhalten und wo klar wird, was ist denn eigentlich der Kern dessen, was uns zusammenhält. Und das ist die Freiheit. Ja, ich möchte Ihnen beiden noch mal eine Frage stellen, die ganz aktuell diese Woche ist. Die Schweden und Finnen möchten in die NATO, haben den Antrag abgegeben. Und jetzt denkt doch jeder, na gut, bald klatschen wir alle. Ja. Und dann kommt Herr Erdogan in die Türkei und sagt, ohne mich. Ja, und hält die Hand auf. So, ja, was passiert da eigentlich im Bündnis? Herr Orban, in Ungarn sind wir auch so einfach erpressbar? Für mich wirft dieser Vorgang eine andere Frage auf. Dieses Veto-Prinzip, was wir im UN-Sicherheitsrat haben, was wir in der NATO haben bei Neuaufnahmen, was wir in der EU haben, stößt erkennbar an seine Grenzen. Orban in der EU, der die übrigen 26 vor sich hertreibt. Ja, jetzt Erdogan in der, genau, Erdogan in der Schweden-Finland-Frage. Ich glaube, wir müssen uns da andere Abstimmungsverfahren einfallen lassen. Ist ganz schwierig, weil das alles vertraglich festgelegt ist, aber das ist nicht mehr zeitgemäß, ganz erkennbar. Ja, aber was jetzt die Türkei angeht, das heißt, er wird sich bezahlen lassen. Ihm geht es insbesondere um die PKK oder nicht zuletzt um die PKK und auch um ein bisschen Revanche an den Amerikanern, weil die ihm Waffen verweigert haben, nachdem sich die Türken den Russen angenähert haben. Ja, die haben in Russland das Raketenabwehrsystem gekauft und wollen amerikanische Flugzeuge haben, die dieses Raketenabwehrsystem wieder abschießen. Ich meine, das ist aber sehen Sie, wenn wir uns absurd, wenn wir uns die Welt malen könnten, würden wir uns den Herrn Erdogan nicht malen. Und die Chinesen, so wie sie inzwischen geworden sind, auch nicht. Und trotzdem müssen wir mit denen gemeinsam leben. Und wir wollen auch möglichst Gemeinsamkeiten, soweit sie da sind, herausstellen. Insofern sind wir ja doch froh, dass die Türkei wenigstens noch in der NATO ist und nicht im Bündnis mit Russland. Hätten wir noch mehr Probleme. Das führt aber dazu, dass es da Kompromisse geben muss und dass ein Potentat wie Erdogan versucht, uns alle zu erpressen. Das ist dann die hohe Politik, daraus was zu machen. Aber das ist doch nicht weltfremd. So ist die Welt. Ja, und manchmal ist die Welt, der lohnt einen Blick in die Geschichte. Als die NATO gegründet wurde, war die Türkei eines der ersten Länder, weil sie Angst vor Stalin hatten. Tja. Oder sowjetischen Politik. Und heute
Ja, aber was sollen wir darüber jammern? Das ist immer das Problem dieser Fundi-Position. Wir müssen, da dürfen wir nicht mehr handeln, mit denen dürfen wir nichts mehr machen, mit denen dürfen wir nichts mehr machen. Dann sind wir alleine. Wir müssen mit der Welt umgehen, so wie sie ist. Wir müssen aber unsere Werte stärken, damit klar ist, für was wir stehen. Und nicht diese Potentaten, mit denen wir leider noch arbeiten müssen, auch im eigenen Bündnis, bis hin zu dem Herrn Orbán, dass die nicht denken, am Ende gewinnen sie. Das dürfen die nicht, sondern das Attraktive muss sein, die offene Gesellschaft. Und das ist die Aufgabe der Politik, das erwarte ich mir auch von der Ampelkoalition, um zum Anfang zurückzukommen, auch von einem Kanzler, an der Stelle zu verkörpern, wofür wir stehen. Ja, danke für den Hinweis. Ich wollte nämlich auch wieder zurückkommen auf den Anfang. Wenn ich mir die SPD-Fraktion angucke mit ihrem Vorsitzenden Mützenich, da klingt das immer so und man sieht es ja an seinem Gesicht, der ist extrem unglücklich über das, was da passiert. Das ehrt ihn. Ja, das ehrt ihn, aber führt das auch zu einer anderen Politik innerhalb der Fraktion oder bricht die Fraktion auseinander in verschiedene Teile? Die Herrn Mützenich nicht folgen, als dem mehr Pazifisten oder sie folgen der Truppe, die mehr bellizistisch ist? Ich sehe das Problem woanders. Ich glaube, dass Kanzler und Kanzleramt zu wenig tun, um die Fraktion mitzunehmen, zu überzeugen von ihrem Kurs, sie einzubinden. Es werden doch immer wieder Entscheidungen getroffen. Als die 100 Milliarden verkündet wurden, spielte die Fraktion keine Rolle. Und was ich höre, auch zuletzt wieder die eine oder andere Entscheidung, da wird die Fraktion und auch der Fraktionsvorsitzende quasi überfahren. Und das geht auf Dauer nicht gut. Ja. Also, dass die Fraktion in Teile sich fraktioniert, das, glaube ich, wird nicht so das Problem sein. Aber die Fraktion insgesamt muss anders eingebunden werden von Regierungsseite, sonst kriegt danke sie bald für die Antwort. Das Gefühl hatte ich auch. Und ich kann nicht mehr um die Antwort von Mengen bitten, denn unsere Zeit ist um. Ich schließe mich dem Herrn Knauf an. Aber Sie kommen das nächste Mal wieder und dann reden wir wieder, wie es sich entwickelt hat in der SPD. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Horan Knaub von der Nicht-Zeitung, hätte ich gesagt, der Buchautor. Noch einmal dürfen Sie den Titel Ihres Buches nennen. Alleiner kannst du gar nicht sein. Ja, also merken jetzt, alleiner kannst du gar nicht sein. Das ist Polit-Thriller. Ja, darüber vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und Dr. Richard Meng, Chefredakteur Neue Gesellschaft und Frankfurter Hefte. Richtige Reihenfolge? Richtig so. Ja, man lernt ja dazu in der Sendung. So ist das. Doppelpass alleine kannst du vergessen, so hat Lukas Podolski mal gesagt. Alleine kannst du und so weiter. Vielen Dank, dass Sie auch zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag, wie immer um 12 Uhr. Und wir hoffen, dass dann der Krieg vielleicht im Abflauen ist oder vielleicht zu Ende ist. Die Hoffnung darf man ja haben. Ob so ist, werden wir dann nächste Woche Sonntag sehen. Bis dahin, danke für heute und tschüss. Tschüss.